Und jetzt erörtern wir das Thema Publikum mit einem, der das Publikum so im Griff hat. Die Solo-Kabarettisten, unsere Feindbilder. Aber doch, ich liebe ihn so unendlich. Ich richte mir den Tisch auf Grat. Freuen Sie sich mit mir auf Josef Haber. Du bist verkühlt. Ja, da frage ich mich jetzt, was von beiden? Eierlikör oder Frukade? Eierlikör. Das verbiegt mich noch mehr, glaube ich, Eierlikör. Ja, wenn so die Frukade warm ist, trinke ich Frukade. Ja, gut. Ja, gut. Trinkst du das Glas der Flaschen? Ja. Lieber Robin, darf ich dich um den Brieföffner bitten? Vielleicht trinken wir Frukade, ne? Das hat mich ja gewundert, du hast im Fernsehen unlängst gesagt, in dem Film von Milan Dor, dass du die Frukade gar nicht mehr kennst, also dass du gar nicht weißt, ob es die noch gibt. Ja. Also bei uns im Gumpendorf gibt es einen eigenen Frukadehändler. Ecke Stumpergassen, Liniengassen. Nein, ich habe nur... Wo früher die Landromatwäscherei war. Lieber Robin, hast du einen Brieföffner für mich? Lieber Robin, sei doch so nett und gib uns einen Brieföffner. Na gut, wir plaudern einfach einstweilen über... 15 Jahre. Danke. Das ist nämlich die einzige Erinnerung an mein heterosexuelles Wirken auf Erden. Das wurde mir von der Andrea geschenkt. Danke. Das ist mein, bitte gut aufpassen. Du hast da einen Flaschenöffner auch? Dann habe ich da ein Kuvert dran. Ach so. Das ist nämlich unser einziger. Und auf den haben wir doch, den nehme ich nur mit. Sag mal, du gehst dir wahrscheinlich am raffiniertesten vor gegen das Publikum. Du lockst dich zum Solo-Kabarett und nachher machst du dich schön traurig. Nö, aber schön traurig. Und ich weiß nicht, das ist, ich habe immer Probleme bei mir, weil ich bin raffiniert. Nein, nicht absichtlich. Das macht, also, wir werden vom Unterbewusstsein durchs Leben getragen. Ja. Ja, wir rudern ein bisschen, aber das scheißt ja nicht wirklich. Du hast eh nicht, wo Wurscht draufsteht. Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich schreibe das so und lache dabei und schreibe es eigentlich, dass es mir gefällt. Ja. Du wirst ja bereits unterrichtet in deiner Schule. Ich glaube, das, ich weiß nicht, im Ding war. Ja. Ich glaube, das war jetzt nur speziell fürs Fernsehen, dass die das... Du machst die Unterrichten nicht wirklich? Nein. Erst wenn ich gestorben bin wahrscheinlich. Wobei, bei der Dokumentation habe ich mir manchmal gedacht, dass ich gestorben schon bin. Aber für mich war es sehr hilfreich für die Vorbereitung. Ja. Dafür danke ich recht herzlich. Hab mit Erstaunen festgestellt, dass du nicht, dass du schnapsen kannst. Ja, beim Roten Kreuz habe ich das gelernt, beim Zivildienst. Da sind die alten Pensionisten, die Telefondienst haben. Und dann ist Fahrt. Und wenn du die Topfengulatschen geholt hast und den Kaffee gemacht, dann wollen sie schnapsen. Mhm. Mit dir. Und, aber jetzt hast du es eh schon verlernt. Nein, ich kann es schon, glaube ich. Aber ich schnapp's nicht sehr viel. Wenig. Wenig. Kannst du vielleicht 1995 aber überhaupt nicht schnapsen? Ich meine, ich bin gegen Schnapsen überhaupt irgendwie, weil ich einen Zorn auf die Schnapsen habe, weil es so tut, als wenn man schnapsen dürft. Ich mein, darf man nicht? Ja, das ist ja die Frage des heutigen Abends, was darf man eigentlich? Na, ich habe eine Freude am Schnapsen, wenn man nicht viel nachdenken muss. Ich mag nämlich diese Sachen nicht, wo man also Mastermind oder Schach oder so, das mag ich nicht, weil da muss ich immer nachdenken und logisch kombinieren und so. Und Schnapsen ist sehr angenehm, weil da kann man, das passiert dann einfach. Ne? Du, entschuldige. Also ich bin jetzt mit dem Taxi hergefahren. Ja.
Und habe mit dem Taxifahrer fast gestritten, weil ich ihn bewundert habe. Ich habe ihm gesagt, also ich konnte da nicht herfahren. Sie fahren offensichtlich automatisch. Ja, und dann sind wir fast streitert worden. Also, ich meine, wie kann man schnapsen können? Naja, du hast 8 Monate Zivildienst. Ja, das ist Zivildienst. Das ist schon eine Zeit. Und dann hast du den öden Vormittag, nicht, wo du da sitzt, bevor du das Auto waschen musst. Nicht? Und dann, bevor du überhaupt nichts machst, musst du schnapsen mit dem. Nicht? Und das ist ein, mein Gott, wie kann man das beschreiben? Das ist so ein Spiel, wo du einerseits schon also auf einer ganz primitiven Ebene ein bisschen taktieren kannst, aber nicht auf einer irrsinnig primitiven Ebene. Und der Rest passiert da einfach so. Aber du kommst da gescheiter vor, dann weißt du. Aber ich kann. Das ist schön. Ja, also ich begreif's nicht. Also, weil für mich schaut das unheimlich kompliziert aus. Nein, das ist ganz einfach. Du, kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Ich hab Schwimmermessen im Internat. Na gut, das gehört nicht, entschuldigen. Nein, deswegen hasse ich Schwimmen, weil ich immer Schwimmstunden gehabt haben müssen. Ja. Wie legst du dein Geld an? Konservativ. Also Aktien, Pfandbriefe? Nein. Mittelsichere? Sport. Wäre, ich meine, ist das wahrscheinlich der Grund, warum es Solo-Kabarett gibt, weil man sozusagen die einzige Form ist, Geld zu verdienen am Theater. Wer alles andere braucht Regie, braucht Bühne, braucht... Kommen weniger Leute. Also zu euch kommen aber mehr Leute. Ja, ich glaube, wenn du Theater draufschreibst, kommen weniger, als wenn du Kabarett draufschreibst. Das ist eine ganz selbe Sache. Ja. Nein, aber Moment, also... Ob das die einzige Möglichkeit ist, wie man Geld verdienen kann mit Kunst? Ja. Oder? Na gut, so? Ja, einigen wir uns darauf. Es gibt andere auch, aber die hätte ich nicht so gut drauf. Also zum Beispiel Popmusik oder so, da war ich nicht so gut. Ja. Obwohl, dein Lied vom Blumentopf, ja. Ich habe wirklich geweint. Dein Lied vom Blumentopf. Ich meine, ich bin doch, wie heißt diese Zeile? Wie heißt das? Ich bin eingetopft, wollte es ausreißen. Wie geht das? Ich weiß jetzt nicht, welche Stück. Also ein Blumentopf, der ist, also die sollen aussehen, die Blumentöpfe sollen das Leben aussehen, sei es aktiv. Aus der Hafen, ja. So wird sie nicht. Aber zuerst topfen sie uns ein. Nein, war das so? Es fängt an mit süchtig nach Substral und so und ohne Eigeninitiative und so Engelstar und so. Also das habe ich als die größte Gesellschaftsanalyse des Jahres 93 empfunden. Aha. Nein? Was? Ich hab mir nicht gedacht, dass das eine Gesellschaftsanalyse ist. Ich habe mir gedacht, ich hab die erste Hälfte geschrieben und es ist zweimal schon was vorgekommen mit Topfpflanzen. Und jetzt haben wir dann gedacht, das hat mir dann gefallen, dass ich dann das Lied wirklich singe. Mhm. Weil damit rechnet keiner. Ja. Und dann habe ich es einfach geschrieben, weil es schon zweimal. Ja, es ist, also die künstlerischen Vorgänge sind ja im Allgemeinen nicht so charismatisch, wie man es sich vorstellt. Nein, ich kenne das. Zum Beispiel die Idee mit dem Brieföffner, die ja wahrlich der Highlight des Abends ist. Kam mir wirklich so, wie es hier ist, weil ich mir gedacht habe, ich habe einen Bieröffner daheim, den ich ja nie öffne, weil ich nie Bier trinke daheim. Und die Fokaleflaschen mache ich mit dem Dosenöffner auf. Ja. Weil der Dosenöffner hat hinten so ein Haken, wo man den aufhören kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, aber das schaut nichts gleich, außerdem brauche ich den Dosenöffner daheim. Wenn ich jetzt da mit dem Bieröffner mitnehme und dann verliere, wo kriege ich je wieder einen Bieröffner her? Jetzt habe ich ein Ei ins Kuvert gemacht und das ist der Running Gag der Show. Genau, das wirkt aber natürlich total so, wie wenn du dir überlegt hast. Ja, Metapher. Ja. Und so, glaube ich, so entsteht das Leben. So entsteht die Kunst. So entsteht die Kunst. Mhm, gut. Sag mal, du hast einen ungemein niedlichen Bruder. Das habe ich auch aus dieser Fernsehung. Ja. Hast du es je mit deinem Bruder getrieben? Nein, der war zu klein. Ich sage das deswegen, weil ich war nämlich im Internat und wir waren 6 Jahre auseinander. Und das geht sich also irgendwie nicht aus, weil die Phase... Bitte, wenn ihr mehr Kinder habt, 2 Jahre im Altersunterschied.
die Phase, wo das Homoerotische im Internat eine Rolle spielt, ist mehr so mit 12 Jahren. Solange man noch keine Brust hat, wahrscheinlich. Solange man was? Solange man keine Haare hat auf der Brust. Aha. Ich meine, das ist meine Interpretation, aber... Naja, ich habe auch schon Brust, aber das wirkt sich nicht, also ich bleibe. Nein, ich meine jetzt, bei uns war es so, also da hat man manchmal über Nacht im Bett vom anderen, aber es ist nicht wirklich was passiert. Mhm, Und dann hast du aufgehört, also diese Branche hast du dann verlassen. Also, nein, ich meine, wenn ich Brüder sehe, habe ich die erste Assoziation, haben sie schon drin, wann werden sie das nächste Mal drin? Ja. Weil bei Brüdern könnte überhaupt nichts passieren, wegen Inzest oder so, ne? Ist wahrscheinlich auch so eine gewisse soziale Abgewöhnung. Also man gewöhnt sich ab im Laufe der Kindheit oder so. Und du hast ihn doch recht lieb. Ich sage mit meinen Brüdern, das war eher also aber vielleicht, Arzt. Und jetzt seid ihr beide verheiratet und eure Frauen werden eifersüchtig. Und wir sind beide nicht verheiratet. Aber bevor du, also wir haben Hoffnung. Ja. Also, nein, das meine ich mit verheiratet, also entschuldige, dieses Wort. Puh, du kannst schnapsen, dich, und das unterrichten sie schon, Solo-Cabaret, macht es dir Sorge, so beliebt zu sein? Was? Macht es dir Sorge, so beliebt zu sein? Naja, ich kann dir nicht sagen, ich habe irrsinnige Sorgen, weil ich so beliebt bin. In Wirklichkeit hätte ich größere Sorgen, weil ich nicht so beliebt bin. Ne? Ja, aber. Ja, eh, das ist ein Luxusproblem. Ja, ich komme mir eigentlich rein in Marco-Gegend. Wie legst du dein Geld an? Frukade, Blumentopf? Zum Beispiel, das kann ich schon sagen. Das kann ich schon sagen, dass, nicht so, also dass man sich sicher verkrampft, wenn man aufkommt. Man hat so einen Auftrittsapplaus, wenn man das gehört, die Leute erwarten sich sehr viel. Jetzt hüst du ein paar und ich denke mir schon, jetzt hängt es ganz schön. Ja. Das ist es. Ja. Aber ich habe eigentlich sozusagen, mein Neugierreservoir ist für heuer erschöpft. Ich meine, ich weiß jetzt alles. Ja. Nein, ich weiß gar nichts natürlich, das ist eh klar. Er selber ein Nichts, versammelt er die Nichts zu einem Jahrmarkt. Nichts, oder wird das kassen? Lieber Josef, du hast ja auch Josef, das ist für mich der Albtraum, wenn du ja Josef hast. Weil mir hast du mit den Kindern immer Baby gesagt. Und ich kann das nicht hören. Zu dir haben Sepp gesagt. Weißt du übrigens, dass mein Onkel in Nöchling seine zweite Frau kennengelernt hat? Und sie mit nach Unternalp genommen hat? Ich kenne auch wen, es gibt wen, der hat mir erzählt, Bau, du kommst mit dem Fans-Baby jetzt in diese... Und meine Mama ist die Tante von ihm? Der hat die Kind, nein, der hat ja so Kind, der war also, glaube ich auch irgendwie... Weil der hat nämlich vier Kinder. Ich wollte schauen, ob ich irgendwas, also ob ich irgendein, weil ich mir dachte, vielleicht magst du mich auf und so, da wäre irgendein belastendes Material. Irgendwas, was da peinlich ist. Und gibt's was? Irrsinnig in einen Mann verliebt, was oder sowas. Andrea, dieser Brieföffner ist von ihr. Ja. Sie hat einmal zu mir gesagt, wir sind nur zum Betting gekommen. Sie hat zu mir gesagt, nein, sag doch wie mein Papa zu meiner Mama, Rehlein zu mir. Siehst, also ihr Frauen seid auch allerhand. Du hast es nicht gesagt. Ich war peinlich berühmt. Ich wäre lieber ich das Rehlein gewesen. Nein, aber Blödsinn. Also du hast jetzt noch immer nicht herausgefunden, wie ob du diese Frau kennst, die mein Onkel geheiratet hat. Nein. Weil ich weiß nur, dass sie Gusti-Tant heißt. Und ich kann aber mit, also wir verkehren, also die Verwandtschaft und ich sind jetzt nicht mehr so miteinander. Dasselbe ist bei mir in Nöchling auch. Ja, Nöchling sind sie momentan irrsinnig angefressen, weil der Milan Dohr ist irgendwie mit der Kamera überall hingefahren ins Gasthaus Gruber am Freitagabend und hat alle interviewt. Und dann hat er es nicht brauchen. Jetzt sind sie in die Kasse auf mich. Weil alle haben was in die Kamera gesagt und der Wirt hat den Strom nicht verrechnet, den sie für die Kamera brauchen. Jetzt ist er nicht Milan. Ja. Und die glauben aber, ich mache das. Mhm. Ja. Geht ja so unsympathisch, schneid da aus. Ja. So, glaubst du an einen lieben Gott?
Nein, also glauben heißt, es ist, nein, ich weiß nicht. Glauben heißt, man nimmt an, oder? Ja. Also da gibt's, also der holländische Katechismus also, sagt, wenn man glauben will, glaubt man schon. Ja. Aber der römische Katechismus sagt, man glaubt nur, wenn man glaubt, dass man glaubt. Genau. Und ich bin gegangen im Internat, wie damals der holländische mehr. Also 70er Jahre. Ja. Und deswegen. Aber du würdest gern glauben. So also, klar. Das war schon toll. Ich meine, wenn du leben kannst und denkst, es gibt irgendwas. Und dann können wir uns umarmen und lieb haben alle. Und egal was, irgendwann. Ja. Und wir sind dann, nämlich ist es ja so, der römische Katechismus hat sich ja genau festgelegt, wir werden im Alter von 30 Jahren rekonstruiert. Und selbst dann, wenn wir einen Defekt haben, werden wir idealtypisch. Also das Gefängnis des Körpers. Nein, wir werden mit einem idealen Körper, sagen wir einer 30-jährigen Frau, also der idealen schönen 30-jährigen Frau, der ideal schönen 30-jährigen Mann ist 30, weil Jesus mit 30. Das sagt der Katechismus. Das ist amtlich. Wir werden einen Körper haben. Und zwar, weil dem Herrn macht das ja nichts aus, da macht er zack. Und wir sind ein eigener Körper. Versteht ihr? Da recycelt er nicht lange mehr durch. Ich habe mir gedacht, wir sind irgendwie so. Nein. Das ist ein Esoterik-Scheiß. Und haben wir dann. Sagt er dann auch was übertrieben? Da sagt er nichts. Aber das werden wir dann schon richten. Ja. Da sagt er nichts, das werden wir dann schon richten. Vorher bin ich hereingestanden und habe irgendwie gehört, du hast irgendwie Sorgen, weil so viele Leute kommen. Und was stört dich dann? Ich meine, erstens einmal natürlich denkt man sich, man müsste jetzt gut sein und ich weiß aber, dass ich natürlich sozusagen, ich bin halt ich. Ich bin halt irgendwie ein Hüsen mit das Fett treibt auf oder wie hinauf oder wie hat der Schwimmlehrer gesagt? Der Schwimmlehrer ist übrigens mein lieber Freund Rainer Reitinger, der mit mir in die Matura gegangen ist, wo er maturiert hat und ich natürlich nicht maturiert habe. Und ja, jetzt denke ich natürlich, mein Gott, was ist ein Traum an mir? Ne? Und das stört mich, dass die Leute kommen, obwohl nichts dran ist an dir. Nein, das wäre mir ja ideologisch recht, aber ich kann es gar nicht wahrhaben. Also ich kann es gar nicht glauben. Ich würde es gerne wahrhaben wollen, aber ich kann es nicht glauben. Ich würde es gerne glauben wollen, aber ich kann. Also was der holländisch-römisch. Ja, ja. Nein, ich habe nämlich das Glück gehabt, die macht eigentlich Angst, dass so viel sind. Und zwar da standen, dann heißt der Ja, also am 1. November um 5 Uhr früh, Schwenderlos, die wird übrigens niedergerissen, geht es noch schnell hin. Wird niedergerissen, da kommt der Gemeinde mal hin. Also eines der letzten Eldorados für uns Schule wird niedergerissen. Und da habe ich wirklich Nächte verbracht. Da knie ich im Häusl und warte, bis wer kommt, um ihn anzublasen. Ja! Und diese. Das ist aber dann kein Publikum. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Publikum. Aus der Sicht des Exhibitionisten ja. Aber der ist der ist ja aktiv. Du tust ihm ja nicht was vortanzen am Klo oder so. Ja, aber weißt du, wie anstrengend Blasen ist? Ich möchte, also als Männer, wenn ihr eure Frauen immer wieder so benötigt, dann tut es mir ein bisschen blasen. Er ist ganz passiv. Das ist mühsam, sage ich. Ich meine, wir wollen das Geschlechtliche nicht als eine ganz, also wir wollen klarstellen, ich betreibe das Sexuelle, aber ich weiß auch, wie anstrengend das ist. Also, ich meine, man braucht so SM fast einen Granenrohr treu zu haben. Er soll ganz passiv sein. Nein, er kann mich hauen und ficken, aber es ist anstrengend und macht schnell miert. Ich bin schon für Sexuelle, aber ich bin auch dafür, dass man weiß, dass es mühsam ist. Ja. Polypolar. Ja. Ja, aber ein Publikum ist ja das Gegenteil von bipolar. Ein Publikum hält ja die Goschen, weil du. Das ist es ja. Darum sage ich, am 1. November waren wir wohler. Mhm. Anders wiederum weiß ich jetzt, ich kriege also mehr Geld, weil mehr sind, ist man auch wieder wohler. Ja. Und das ist halt dieses. Und irgendwie kriegt mir das, dass ich auf euer Geld angewiesen bin. Ne? Du hast so ein Abhängigkeitsgefühl. Ja. Weil das war der Grund, wieso ich zum Beispiel immer gesagt habe, ich will eigentlich nicht hauptberuflich Kabarettist werden, weil ich wollte immer Amateur sein. Ja, genau. Und dann. Ja. Sozusagen mit der großen Geste, also der Regisseur hat gesagt, du, es kommen jetzt so viel Leid und du kriegst jetzt mehr Geld. Hm? Ball, kennst du mich. Hm? Na, jetzt hätte ich mit einer großen.
ausfahrenden Geste nach rechts außen und gesagt, Kurt, verstehst du? Das ist populistisch, quotengrallerisch. Nimm das Geld und verwende es für einen Sportverein. Genau. Oder für den. Naja, aber es wäre eine gewisse Souveränität darin. Wir könnten aber jetzt 2 Minuten total fad sein und dadurch vielleicht versuchen, unsere künstlerische Souveränität wieder zu gewinnen. Ja. Ja. Werbung für den Josef Hader machen, obwohl das ja überhaupt nicht drin ist. Du spielst ja noch im Jänner im Audi Max. Ich glaube, ich spiele im ganzen Frühjahr noch im Audi Max. Samstag Sonntag. Also ich habe wirklich gewarnt. Und er hat einen wunderhübschen Beleuchter. Er hat einen Beleuchter und der steht mitten im Saal. Und der ist schön wie eine Knospe. Und ich habe schon gehofft, wie der Beleuchter sehen, aber nein, der ist schwul. Ich habe schon gehofft. Ja, aber nichts. Lieber Robin, darf ich dich recht herzlich um ein Gruppenfoto bitten? Das letzte Mal. Danke, lieber. Das wäre echt schön. Das wird Ritter Zeit. Jetzt kommen wir zur Auswertung des Dosenschießens. Im Augenblick führt Lotte Ingrisch vor Leon Askin und dritter Stelle Hofrat Psota. Zweiter Psota, dritter Askin. Ja? Also Ingrisch, Psota, Askin, Morak. Morak und Askin liegen ex aequo an zweiter Stelle. Das ist schon die Endwertung. Lieber, an dritter Stelle. Lieber Josef, darf ich dich, ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Jedes Mal, wenn ich Josef sage. Am allerschlechtesten vom ganzen Sport war ein Schlagball. Da war ganz mir -7 geworfen. Was ist Schlagball? Das ist der ganz leichte Ball, bevor du Kugel stoßen tust. Als ganz kleiner musst du Schlagball werfen. Und der hat kein gescheites Gewicht und ich habe immer -7. Wir haben nur Völkerball gespielt. Nein, Moment. Wir wollen da hier hinterm Strich. Sie sahen Langeweile mit Josef Hader. Fettberg macht's möglich. jetzt haben wir also ein Problem.